ist Peter Schwöbel, ich sitze in Köln. Ich weiß nicht, seht ihr den ganzen Monitor oder seht ihr nur das Miro-Board? Ich glaube, ihr seht ein bisschen zu viel. Ich klicke nochmal rein. Genau, so sollte es sein, das Miro-Board. Ich komme aus Köln, bin relativ bunter Hund, habe relativ viel Projektmanagement gemacht, habe ursprünglich mal BWL studiert, komme aus dem Anwendungstrainingsbereich, auch noch zwischendurch ein bisschen Fotografie gemacht, also relativ bunter Hund. Und bin seit nicht allzu langer Zeit auch systemischer Coach und Change Manager und verbinde derzeit diese ganzen Themen wie Training, wie Coaching, wie Beratung, was ich lange gemacht habe, und auch Change Management. Bin während des letzten Jahres auch über Miro gestolpert in diversen Workshops. Ja, und verbinde jetzt gerade die alte Welt mit der neuen Welt, weil das hat mich dann doch schon gejuckt als Trainer auch. Und habe dann begonnen, vor ein paar Monaten auch Miro-Trainings anzubieten. Das heißt Workshops für Moderatoren, für Moderatorinnen, für Trainerinnen, Kollegen, die im Prinzip jetzt auch digital ihre digitalen Skills ein bisschen ausbauen wollen und gerade Miro auch mit uns entdecken, sage ich mal, um das entsprechend zu nutzen. Ja, wie gesagt, ich habe so die kleine deutschsprachige Miro-Akademie gegründet quasi, was ich in Personalunion bin und biete da inzwischen auch neben den offenen Kursen auch zahlreiche Firmenkurse an für kleine und mittlere Unternehmen vornehmlich, die auch gerne aus dem Beratungsbereich kommen, die Workshops machen, die Events organisieren und da entsprechend aktiv sind und Unterstützung brauchen, auch was zum Beispiel Formate angeht, die wir dort anbieten können. Ja, und vielleicht ein paar Worte zur Agenda an der Stelle, die jetzt leider schon ein bisschen aus den Fugen geraten ist, aber ich glaube, es kommen ein paar rein, das freut mich wirklich sehr. Wir machen gleich eine kurze Abfrage. Wer mag, kann ein bisschen was zu sich hinterlassen auf einem Board, was wir vorbereitet haben, das wir auch vorbereitet haben in dem Sinne, dass wir mal ein bisschen herausfinden bei diesem Kickoff, wer kommt denn zu so einem Event? Welche Skills, und jetzt muss ich noch einen kurzen Hinweis machen, ich neige zum digitalen Du, ich hoffe, das ist für alle in Ordnung, dass ich hier Du sage und Ihr sage, dass wir ein bisschen herausfinden, wer hat Interesse an solchen Events, an welchen Themen habt ihr Interesse, wer von euch hat vielleicht auch selbst mal Lust, hier entsprechende aktiven Part zu übernehmen. Wir sind sehr froh, dass das Miro unterstützt, quasi mit der Gründung eines weltweiten Netzwerkes von Miro-Nutzergruppen. Und wir sind jetzt ein Teil im Westen Deutschlands, nachdem Hamburg und Berlin gestartet sind. Das waren die beiden ersten Events in der deutschsprachigen Community. Ja, also das zeige ich gleich. Wir gehen also zusammen auf das Board, probieren es natürlich aktiv aus. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das möglichst interaktiv natürlich gestalten und fragen dann ein bisschen ab. Ja, und dann kommen wir danach zum eigentlichen Thema. Was ist denn mit Lieblingsfunktionen und Lieblingshacks? Also wenn ihr schon ein bisschen erfahrener seid, was benutzt ihr gerne? Und auch wenn ihr gerade erst eher am Anfang seid, was hat euch bewegt, Miro zu benutzen? Es gibt ja auch Wettbewerbsprodukte, da entsprechend was zu machen. Und zum Einstieg, Michael und ich stellen kurz was vor, ein paar Kleinigkeiten, die wir ganz cool finden, vielleicht Mini-Tricks, die wir haben. Und dann möchten wir euch mit euch eigentlich in kleine Breakout-Sessions gehen, uns das nochmal anschauen, was ihr noch für Ideen habt und das vielleicht auch nochmal zusammentragen. Danach haben wir ein Part und da freuen wir uns sehr. Wir haben einen Gast heute, den Daniel Wirz, mit seiner Facilitator School, mit einem Kollegen, die er gegründet hat. Und das Besondere an Daniel Wirz ist, er entwickelt Add-ons für Miro. Das heißt, wir haben heute nochmal so eine ganz neue Komponente und er möchte uns heute quasi im Beta-Stadium ein Add-on vorstellen, ein bisschen was dazu erzählen, wie kommt man überhaupt dazu, sowas zu tun, wie funktioniert das im Prinzip nach, um mit uns mal ein bisschen zu schauen, was es da für Ideen gibt. Da freuen wir uns sehr, das wird eine halbe Stunde sein, die der Daniel mit euch macht. Ja, und zum Abschluss eigentlich den letzten Teil unserer Veranstaltung, das, was ich gerade schon angesprochen habe, was ganz wichtig ist, dass wir mal ein bisschen herausfinden, was habt ihr für Wünsche, was erwartet ihr von so einer Veranstaltung, wie sieht das Netzwerken für euch aus, wenn es rund um das Thema Miro geht, wozu habt ihr Lust, dass wir das ein bisschen sammeln können und dass wir natürlich auch die Gelegenheit haben, falls das vorher nicht schon der Fall war, in eine offene Runde zu gehen und auch ein bisschen nochmal auf Fragen einzugehen, das ein bisschen zu sammeln und dann zum Abschluss zu kommen. Ja, und damit wir das machen können, haben wir hier als kleines Vorstellungsboard, das ist jetzt relativ klein bei euch, hier ein bisschen was vorbereitet, vielleicht ganz kurz, um das zu verdeutlichen. Wir haben hier oben so zwei Beispiele, da haben wir das mal gemacht für uns beide.
wo wir einfach unseren Namen eingetragen haben, wenn ihr mögt, auch eintragen könnt. Das ist natürlich freiwillig, was ihr so ungefähr macht, wo ihr herkommt, Rhein und Ruhr. Wir sind hier definitiv die Rheinland-Fraktion aus Köln und Düsseldorf. Man stelle sich das vor. Wir haben es trotzdem hinbekommen und haben hier ein bisschen was eingetragen. Wir haben auch einen LinkedIn-Link hier rein. Also wenn ihr da Informationen haben wollt, könnt ihr sie eintragen. Für euch natürlich komplett freiwillig. Name wäre schön. Und was wir hier vorbereitet haben, ist, dass ihr passend zur Stimmung, gerade sind wir ein bisschen im Raketenmodus, weil wir nach dem kleinen Schreck am Anfang das ein bisschen auffangen müssen, dass ihr euch gleich hier ein Symbol holt. Ihr könnt gerne mit Ctrl-D könnt ihr das kopieren oder es euch einfach hier wegnehmen und das dann hier in diesen Kreis reinsetzen. Und was uns natürlich ein bisschen interessieren würde, nein, nicht ein bisschen, sondern ziemlich interessieren würde, auf welchem Level seid ihr mit Miro unterwegs? Geht es darum, dass ihr euch noch umseht, also ein bisschen mit dem Kanu rumpaddelt und euch bewegt und guckt, okay, wo sind wir denn eigentlich? Oder ist es schon die Vespa, ist es schon der Motorroller, dass ihr sagt, na, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, ich habe mal an Workshops teilgenommen, bin schon ganz gut drauf. Oder Stufe 3, raketenmäßig, ihr macht schon eigene Events, ihr organisiert Workshops mit dem ganzen Thema. Und dann gibt es natürlich die Untertasse, den Alien, der eigentlich schon sagt, na, Ninja-Modus, ich habe eigentlich alles total im Griff. Und was wollt ihr von mir wissen? Wir haben es mal ein bisschen so, sowohl der Michael habe ich gesehen, wie auch ich so gemacht, dass wir gesagt haben, naja, also eigene Events machen wir schon und eigentlich sollten wir auch viele Fragen beantworten können, aber so ganz Alien sind wir da ganz bestimmt nicht. So, und was ich jetzt gerne mit euch machen würde und ich hoffe, dass das dann auch auf Anhieb funktioniert, ist euch den Link zu dem Board in den Chat teilen, wenn ihr mal in den Zoom-Chat reinschaut, dann sollte der Link dort sein und dann würde ich euch bitten, mal auf das Board zu kommen und dass wir vielleicht, nachdem ich die Präsentation dann gestoppt habe, dass wir uns vielleicht 3 Minuten geben, um dass ihr die Möglichkeit habt, hier euch mal ein wenig auszutoben auf diesem Board. Herzlichen Dank und es ist viel passiert. Beruf und Projekte, ja, Ortland, Deutschland sehe ich, Rösrath, Köln, wir sind alle sehr nah beisammen, Utrecht, das wissen wir, der Daniel, wir haben einen Gast aus Berlin, das freut uns natürlich sehr, so ein bisschen kreuz und quer. Also erstmal herzlichen Dank, was sehe ich da unten, Stuttgart. Naja, also Rhein und Ruhr sind große Flüsse, fließen durch mehrere Länder, also da gibt es viele Optionen, da haben wir einiges dabei, das freut mich sehr. Ja, und wir würden dann eigentlich ganz gern weitermachen. Mit unseren Hacks, also ihr könnt natürlich jederzeit noch auf diese Sachen gehen, noch Informationen ergänzen. Hintenrum kommen auch noch so ein paar Sachen, wo wir euch natürlich noch Zeit geben, auf dem Board ein bisschen was zu machen. Und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne übergeben an den Michael und der ist auch schon am Start, glaube ich, dass der mal ganz kurz mit seinen 1, 2 kleinen Hacks anfängt. Michael, bist du bei mir? Hörst du mich? Du bist noch stumm im Moment. Und er bleibt auch stumm. Warum auch immer. Ja, dann machen wir doch einfach Folgendes. Dann fange ich doch einfach. Nein, alles gut. Alles gut. Alles klar. Okay. Gib Gas. Alles klar. Gut. Ja. Dann wollte ich oder werde euch jetzt meinen Hack vorstellen. Dieser Hack ist ein echter Hack aus einer Unterrichtssituation. Ich teile jetzt gerade mal meinen Bildschirm. Ihr seht das hier. Und ich bitte euch nochmal, also wenn ihr jetzt eine andere Ansicht habt, geht einfach in die Sprecheransicht, dann seht ihr das komplett groß und könnt mir sofort dann folgen auf Zoom. Denn es ist wichtig, dass ihr auch das seht, was ich jetzt hier mit der Suchfunktion mache. Und zwar folgendes. Hintergrund ist es, ich habe eine meiner Lieblingsfunktionen, ist die Sticky-Funktion. Das heißt, die Sticky-Note-Funktion mit dem Bulk-Mode. Das heißt, wenn ihr eine Situation habt, wo ihr ganz viel sammeln müsst in einer Gruppe, das ist so hier passiert, ich habe ganz viel gesammelt in dieser Gruppe und zwar ging es um das Thema, wir verstehen uns nicht untereinander, was wünschen wir uns? Das war der Ursprung hier, das wünsche ich mir. Und dann habe ich gemerkt, bei dem, was da zusammengetragen wurde, hey,
da kommt immer wieder ein Thema durch, nämlich immer wieder Respekt. Das heißt, wenn ihr hier die Suchfunktion, wie ich jetzt hier habe, ich habe oben reingeklickt in die Lupe, dann habe ich das Wort Respekt dort eingegeben, weil ich konnte mich erinnern, dass ich das gelesen habe. Und ihr seht sofort, die Begriffe werden gehighlightet. Und das heißt, es hat dann im Unterricht hat es dann so oder auch in der Gruppensituation hat es dann so dazu geführt, dass jeder einzelne Begriff immer noch gehighlightet war. Ich muss dazu nur immer auf die Lupe wieder klicken und in dem Moment kann ich alle Begriffe miteinander erstmal ordnen. Und ich zeige euch gerade, wie ich das hier weitergemacht habe, bis alle Respektbegriffe, das sind nicht ganz so viele. Ich glaube, wir haben jetzt noch drei über. Da, der ist auch noch über. Und dann fehlt, glaube ich, noch einer, respektvoller Umgang. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann markiere ich die doch und färbe die ganz einfach anders ein. Und dann habe ich diese Begriffe miteinander verbunden. Ich habe die natürlich dann in dem Moment gruppiert und das war im Prinzip das, was ich gemacht habe. Das fertige Ergebnis, das könnt ihr dann eine Folie weiter sehen. Das ist jetzt nicht mehr designt wie das Gesamtboard, sondern das ist aus der Originalunterrichtssituation. So habe ich das praktisch dann farblich einander zugeordnet. Und ihr könnt das dann noch clustern. Das heißt, ihr könnt dann hier, ich habe das dann mit Nummern verbunden, mit dem Clusterizer. Das war mein Hack. Und jetzt ist Peter an der Reihe. Ja, ich danke dir. Und ich mache es ein bisschen anders. Ich gebe euch meinen kleinen Bildschirm nochmal frei. Und das ist für der erste ist wirklich ein kleiner Mini-Hack. Aber ich habe in meinen Schulungen erfahren, dass ihn viele nicht kennen. Und zwar geht es um das Vorbereiten von Inhalten. Und ihr könnt natürlich in Miro diverse, alles, was ihr euch vorstellen könnt, Textfelder oder irgendwelche Sticky Notes oder Post-its, wie wir es ja ganz gerne sagen, alle Objekte, die man haben kann, kann man duplizieren, indem man einfach ein Element dupliziert und dann auf dem Windows-Rechner Steuerung oder auf dem Apple Command und dann D drückt. Das ist relativ einfach und das kennt man eigentlich auch von sämtlichen Office-Programmen. Aber was ich sehr mag, gerade wenn man große Flächen oder sowas vorbereitet, ist, dass man stattdessen als Mac-User die Option-Taste und als Windows-User die Alt-Taste benutzt, ein Objekt markiert und dann die Pfeile benutzt. Und dann könnt ihr, ich nenne das immer die Snake-Funktion, und dann könnt ihr quasi mit den Pfeiltasten bestimmen, wo ihr denn hin wollt. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, das kann man mit Sticky Notes machen, das kann man mit ganzen Frames machen, das kann man mit allem was machen, was dazugehört. Und das ist im Prinzip mein erster kleiner Mini-Hack, der mir schon viel Arbeit gespart hat, dass man sich vielleicht auch farbige Felder anordnet mit Sticky Notes, dass man entsprechend sich so reinmacht, dann irgendwie erst so fünf, die ihr entsprechend einfärbt. Und so habe ich im Prinzip auch sehr schnell dieses Vorstellungsboard machen können. Das heißt, man macht einfach eine Gruppe aus zwei, drei Objekten, richtet die sich schön ein, nimmt dann mit der Alt-Taste, macht dann einfach entsprechend eine Reihe runter, sechs, sieben Stück. Dann gruppiert man oder markiert diesen ganzen Bereich zusammen mit der Shift-Taste und geht mit der Alt-Taste einfach dann Alt und Pfeil nach rechts und macht die nächste Reihe. Dann dauert so das Erstellen eines solchen Boards, ähnlich wie man das gut kann, wenn man im PowerPoint unterwegs sind, eigentlich, wenn man diese Grundstruktur hat, keine Minute. Man kann das dann alles noch ein bisschen versetzen, damit es nicht ganz so gleichmäßig aussieht. Und das ist, nennen wir ganz gerne die Snake-Function. Also mit der Alt- oder Option-Taste und den Pfeilen. Und ein zweiter kleiner Hack, den ich ganz gerne vorstellen möchte. Und ich hoffe, dass ich da keinen Ärger kriege, weil es war bis vor wenigen Tagen noch eine Beta-Funktion in Miro. Also es ist ja der Punkt, dass je nachdem, welche Lizenzmodelle man hat und ob die Leute in einem Team sind oder außerhalb des Teams arbeiten, dass man mit anonymen Editoren arbeitet. Das heißt, ich gebe das Board frei, sage, Leute, macht ihr bitte mit. Und sehr oft haben wir Situationen in solchen Workshop-Situationen, dass die Leute kein Miro-Account haben oder nicht angemeldet sind. Sie sind in der Regel aber auf jeden Fall nicht in meinem Team. Und dann bekommen sie natürlich so Dummy-Namen. Und diese Dummy-Namen sind natürlich ein bisschen unschön, wenn man sehen will, wer ist eigentlich wo und wer macht eigentlich gerade was.
Und da hat Miro sich was einfallen lassen und das möchte ich euch einfach auf diesem Board zeigen. Und zwar, wenn ihr Board-Owner seid, wenn ihr entsprechend in eurer eigenen Instanz seid, das ist bei mir jetzt hier der Fall, PS Coaching Team steht für Peter Schwöbel, dann gibt es für das Board bzw. für das Projekt, in dem ihr gerade seid, sogenannte Sharing Settings. Und in diesen Sharing Settings, das ist ein bisschen versteckt, gibt es eine zweite Registerkarte Permissions. Und da kann man seit nicht allzu langer Zeit einstellen, dass Gäste ihre Namen eingeben können. Das heißt, wenn ihr diesen Link verschickt an externe Workshop-Teilnehmer zum Beispiel für einen bestimmten Event, erscheint beim Aufrufen des Links ein kleines Fenster. Und man kann dort freiwillig, optional, einen Namen eingeben und entsprechend hinterlegen. Und sobald man das getan hat, das sind diese typischen Boxen, die man ja auch sieht, wird das entsprechend bestätigt und hat natürlich den Riesenvorteil, dass ihr auf dem Board seht, wer ist wo unterwegs. Ich benutze das dann immer meistens mit dem Vornamen, dass man das einfach gut auseinanderhalten kann. Es kommt natürlich auch auf die Größe des Events an. Wenn ich so eine typische Workshop-Größe habe mit 10 bis 25 Leuten, ist das wirklich schon eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Ja, und das waren im Prinzip die beiden Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und jetzt hatten wir nebenbei eine kleine Diskussion, weil was wir gerne mit euch machen würden, wären Breakout-Sessions. Michael, kannst du die unten einrichten? Kannst du das mal gucken? Nein, ob Natalie. Ich das Natalie, einrichten kann. Bitte? Maybe you can prepare the breakout sessions. Maybe I think we have 14 attendees. Maybe ja. 3 or 4 would be great. Okay. And start it in 1 minute. Sure. Yes, okay. Before we do that, maybe I gehe ich nochmal ganz kurz, jetzt müssen wir mit den Sprachen ein bisschen aufpassen, hier ganz noch kurz nochmal in das Miro-Board, auf unser ursprüngliches Board zurück. Und was wir nämlich jetzt von euch haben möchten, und dazu haben wir hier diese Gruppenboards vorbereitet, sind einfach nur Zettel. Das heißt, ihr werdet jetzt in kleine Breakout-Sessions gesteckt. Ich denke, wir geben uns 10 Minuten. 10 minutes, Natalie, would be great. 10 Minuten für die Gruppenarbeit und dann würde ich euch bitten, Folgendes zu tun. Euch vielleicht kurz gegenseitig vorzustellen, einfach wer seid ihr, was treibt euch hier hin und dann mal zu überlegen, welche Funktionen mögt ihr besonders in Miro, was findet ihr an Miro besonders gut und habt ihr vielleicht sogar auch so einen kleinen Trick, einen kleinen Hack, den ihr vorstellen mögt und es wäre toll, je nachdem wie groß die Gruppe ist, dass uns danach, wenn die Zeit abgelaufen ist, dass vielleicht einer von euch oder eine von euch kurz was vorstellend, wenn ihr denn mögt und irgendwas gefunden habt, was ihr meint, was gute Tipps sind. Ihr könnt euch einen Favoriten schnappen und den kurz vorstellen. Ihr könnt auch einfach kurz einen Überblick geben, wie ihr es mögt. Das ist ein Netzwerk-Event, also ganz wie ihr das mögt. Ja, ihr findet das auf dem Board. Und dann würde ich sagen, starten wir unsere Breakout Session. Natalie, maybe you can start the Breakout Sessions, so we can work on that. Yeah, okay, thank you very much. Und dann gehen wir, hoppala, dann werfen wir einfach mal einen kurzen Blick und fragen mal in die offene Runde, wer denn kurz was sagen mag zur Gruppe 1. Das können wir ja relativ schnell machen, glaube ich. Gut. Genau. Mag jemand von Gruppe 1 was sagen? Keiner will. Also. Ja, wir haben uns primär über unsere Lieblingsfunktionen ausgetauscht und über die Funktionen, die uns fehlen. Okay. Zu Hacks sind wir gar nicht so direkt reingegangen, sondern wir haben auch ein bisschen philosophiert, was es denn noch so für schöne zusätzliche Funktionen erweiterte geben könnte. Okay, das ist ein schöner Übergang. Habt ihr das irgendwo gesammelt oder habt ihr es irgendwo abgespeichert oder im Hinterkopf zumindest? Weil ich denke, das könnte interessant werden, auch im Kontext mit Daniels kleinem Vortrag, weil da geht es natürlich auch darum, mit Add-ons zum Beispiel auch Funktionen zu schaffen, die es bisher noch nicht gibt. Ja? Sonst könnt ihr ja im Hinterkopf. Wunderbar. Ansonsten könnt ihr natürlich euch einfach ein paar Zettelchen nehmen und die neben Gruppe 1 bappen, wenn ihr wollt. Okay, gut. Gruppe 2, wer mag was erzählen? Da darf ich was erzählen. Also wir haben erstmal Informationen gesammelt und uns dann ausgetauscht, was wir denn jetzt so priorisieren. Was finden wir am besten, was finden wir am schlechtesten nicht, aber sondern die ersten drei haben wir gesagt. Grob dazu, also die Frames mit Import-Exports fanden wir total klasse.
Dann als zweites dann die Unterstützung für die jeweiligen User, also dass wir über Links oder auch über die Follow-Me-Funktion die Nutzer einfangen können und dass die fokussiert auf spezielle Bereiche des Boards kommen, auch wenn die sich damit nicht gut auskennen. Und als drittes haben wir noch gesagt, dass wir, hatten wir was drittes gesagt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Bestimmt. Drittes wichtig war bestimmt auch der, also ich, für mich war die Kollaborationspfeile, also die Cursor, mit denen ich gerade sogar in dem geteilten Bildschirm was präsentieren kann, sehr wichtig. Und genau, das war das dritte, die Kollaborationspfeile. Ja. Perfekt. Genau. Ja. Und mit denen man ja tatsächlich einfach nur eine Abfrage machen kann, indem man die Leute zum Beispiel auch einfach auf was zeigen lässt. Ne? Und das ist ja eine Sache, die für so eine schnelle Abfrage man schnell machen kann. Okay, super, vielen Dank. Gruppe 3, mag jemand was sagen? Keine falsche Bescheidenheit, wir sind fast unter uns. Kann ich vielleicht vorstellen. Eine Idee fand ich besonders cool. Ganz am Ende sind wir noch ganz schnell durchgegangen. Und zwar hatte Jörg noch einen Hack, wie man Icebreaker machen kann mit praktisch Spielkarten, indem man halt ja im Grunde eine Spielkarte simuliert, indem man die im Board erstellt. Und dann lockt man diese Spielkarte und in der Ebene darunter, ein Stückchen tiefer, legt man praktisch eine andere Spielkarte, sodass man die theoretisch rausziehen kann. Weil ja praktisch darüber, die Spielkarte ist ja gelockt, die kann man nicht bewegen, aber die darunter kann man bewegen und sieht man aber noch nicht ganz. Dann kann man die praktisch rausziehen. Fand ich eine ganz coole Sache. Ansonsten hatten wir noch Tagging von Post-its. Ja, man kann Unsplash-Bilder nutzen, also so für Stockfotos kostenfrei, auch über eine App. Und dann sind wir noch kurz durchgegangen, wie man ein eigenes Thumbnail-Bild erstellen kann für Miro-Boards. Und zwar ganz kurz erklärt, man kann nämlich oben links auf den Namen von dem Board, das geht jetzt hier nicht, weil man natürlich nicht der Besitzer vom Board ist, kann man aber einen Linksklick machen. Genau, da ist Select Preview Area. Und was man halt machen kann, ist, man kann natürlich das Board so halt praktisch abfotografieren und screenshotten. Man kann aber auch kurz hingehen und zum Beispiel sich eine Rechteckform nehmen. Und da zum Beispiel da was draufschreiben, noch ein Emoji hinzufügen oder ähnliches und eine bestimmte Farbe nutzen, um dann zum Beispiel Thumbnails zu erstellen, die so ein bisschen einfacher sind und schnell wiedererkennbar. Also im Prinzip sowas hier zu tun, genau. Genau, und man könnte zum Beispiel dann immer eine Hintergrundfarbe nehmen, die dann auch zum Team oder so passt oder zum Projekt, sodass man das halt ganz schnell sehen kann dann auch in der Übersicht. Ja, cool. Und vor allem das Poker, das die oberste Karte zu sperren. Also was ich schon gemacht habe, war so Sticky Notes Stapel, ne? Die ich schon so daneben gelegt habe, wo ich dann ganz viel Sticky Notes angelegt habe und dann mit Ausrichten einfach übereinander gelegt habe, verschiedenfarbig, um die dann wegzuziehen, um zum Beispiel auch Teilnehmern gar nicht erklären zu müssen, wie man die Werkzeugleiste benutzt. Aber das finde ich extrem cool, die oberste Karte zu sperren. Das muss ich definitiv mal ausprobieren. Ja, danke schön. Okay, das waren die drei Gruppen. Ich kann gleich einfach mal reinkopieren. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. So, Daniel, hast dich gerade gemutet. Da warst du voreilig. Ja. Weil wir kommen, haben versucht noch ein bisschen in time, aber nimm dir die Zeit, die du brauchst auf jeden Fall. Nochmal als kurze Überleitung. Ich glaube, Michael wollte an der Stelle nochmal was sagen. Ja, Daniel, herzlich willkommen hier bei uns. Ja, ich finde das fantastisch, dass du hier bist. Wir haben im Vorfeld ganz viel gesponnen, was kann man machen, und es hat sich super ergeben, dass du dann in der Community den Sticker Generator vorgestellt hast, und ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, ich frage dich einfach an. Vielen Dank dafür, dass du hier bist, und übernehme jetzt einfach. Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch total, hier zu sein, vor allem, weil das ja auch praktisch das Kickoff ist. Und ich glaube, weil hier auch viele sind, die so ein bisschen den Enthusiasmus teilen für Miro und was damit möglich ist. Und deswegen finde ich es gerade schön, sich irgendwie zu dem Thema zusammenzusetzen, zusammenzukommen und halt auszutauschen, gerade auch, was jeder für Hacks hat und Tipps und Tricks. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich heute vielleicht ein paar Sachen auch erzählen kann, die so generell auch interessant sind für euch und eure Arbeit in Miro, und es mit dem Sticker Generator auf sich hat, das sehen wir dann auch gleich. Das ist vielleicht auch so ein Blick mit, was kann in der Zukunft, sage ich mal, auch noch kommen, in der ähnlichen Art und Weise wie
ich da gerade mit dem Sticker Generator arbeite, kann da, glaube ich, noch sehr viel sich auch entwickeln für andere spezifische Use Cases. Ich hole euch einfach direkt zum Anfang mal nach unten, wenn das geht. Oder Michael, vielleicht holst du mal alle so ein bisschen nach unten. Ich habe mir da so eine kleine Ecke auch genommen hier in dem Board. Und bevor ich jetzt in die Präsentation gehe, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, um den ganzen einen Rahmen zu geben. Seht ihr auf der linken Seite ein Board, da steht Fragen zum Vortrag, Ideen, Feedback zum Sticker Generator. Hier einfach meine Bitte, wenn ihr Fragen habt, ruhig einfach da abtippen. Und dann würde ich dann Peter und Michael bitten, vielleicht mich an der einen oder anderen Stelle dann zu unterbrechen. Das ist kein Problem, dass wir da vielleicht auch ja, auf eine Frage eingehen können, die jetzt, sag ich mal, brennt an dem Punkt ist. Sonst machen wir halt Fragen, die generell sind, so ein bisschen am Ende. Da haben wir, glaube ich, auf jeden Fall auch noch Zeit zu. Und zum Sticker Generator erzähle ich dann noch ein bisschen. Und während ich präsentiere, ihr seht unten ein paar Links, die, sage ich mal, dann relevant sind für das, was ich erzähle. Ansonsten würde ich dann mal meinen Bildschirm teilen. Dann gebe ich den einmal hier frei. So. Da wäre es schön, wenn ihr einmal kurz bestätigt, ob ihr meinen Bildschirm seht und die Präsentation. Sieht gut aus. Perfekt. Dann mache ich das einmal groß. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Hack. Man kann nämlich in Miro auch sogenannte iFrames einbauen. Und iFrames sind praktisch kleine Fenster zu anderen Webseiten. Und das hier ist praktisch ein kleines Fenster zu einer Google Slides Präsentation, die ich gebaut habe. Das ist natürlich praktisch, weil ich dann diese ganze Präsentation einfach mit einem Klick mehr oder weniger einbauen kann. Ja, Rhein-Ruhr-Kickoff. Und vielleicht erstmal eine kleine Vorstellung zu meiner Person. Also mein Name ist Daniel Wirtz. Ich bin ja, Designer, Entwickler, Facilitator und ich glaube, ich habe noch ein paar andere Hüte auf. Ich bin generell jemand, der sehr, sehr gerne an diesen Schnittstellen arbeitet. Ich interessiere mich unwahrscheinlich für Technologie, aber mag es auch sehr gerne halt mit Menschen zu arbeiten und am liebsten kombiniere ich das Ganze. Das finde ich auch an Miro so interessant, weil Miro ist halt irgendwie ein Softwareprodukt und hat so seine Ecken, die man lernen kann und zum Beispiel sowas wie App-Entwicklung ist da auch möglich, also von der Software-Seite. Aber es ist halt auch super menschlich, weil Miro praktisch dafür da ist, um irgendwie Leute zusammenzubringen und vor allem halt auch gerade in dieser Zeit, glaube ich, auch irgendwie eine wichtige Säule dafür ist. Ich habe zusammen mit einem Studienkollegen damals vor fast genau 5 Jahren, ein bisschen mehr jetzt, wir hatten jetzt praktisch unser 5-jähriges, habe ich Crisp Studio gegründet. Das ist eine kleine Agentur, wo wir aktiv facilitaten. Das heißt, wir gehen als Moderatoren in Workshops rein, primär vor allem sogenannte Design Sprints, um Produkte, digitale Produkte zu validieren und Prototypen zu bauen. Und seit einem Jahr sind wir jetzt gerade im Aufbau der Facilitator School, wo ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, vielleicht kleiner Fun Fact zu mir. Also ich bin ein OG oder Original Realtime Board Nutzer. So hieß nämlich Miro damals, bevor praktisch das Rebranding stattgefunden hat, weil vorher hieß das noch Realtime Board und man sieht das teilweise auch noch, wenn man manche Links hat in der Miro App, dann sind die auch noch auf der Realtime Board Domain. Ja, ich bin geboren in Aachen und wohne jetzt in Utrecht. Ich bin vor einem Jahr hier hingezogen und bin aber praktisch auch in Deutschland aufgewachsen und eigentlich mein Leben in Deutschland gewesen. Ja, in Crisp Studio, ich habe es ja eben kurz erzählt, sind wir im Grunde eine klassische Agentur und facilitaten und moderieren Workshops und da sind wir ein bisschen rumgekommen, haben Workshops in verschiedenen Formaten gemacht und natürlich auch eigentlich am Anfang alles dann auch in Person und haben aber schon früh auch angefangen dann mit Realtime-Board, so hieß es ja damals noch, zu experimentieren, weil wir das spannend fanden, auch für wirklich Szenarien, wo nicht alle vor Ort sein müssen, um auch irgendwie Reisen einzusparen. Aber natürlich mit Corona hat sich das alles nochmal viel stärker gewendet, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir nur auf dieses Thema. Und was uns damals halt und heute noch sehr, sehr bewegt hat, ist die Frage, wie können wir eigentlich besser zusammenarbeiten? Und durch Corona ist das Ganze nochmal stärker auf diese Online-Schiene gegangen, dass wir uns gefragt haben, okay, wie können wir denn online besser zusammenarbeiten? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, weil jede Antwort, die halt hilft, besser online zusammenzuarbeiten, kann einen sehr großen Effekt haben, weil einfach Online-Arbeit gerade so zunimmt.
das sind nämlich auch so ein bisschen die Trends, die wir gerade sehen. Weil auf der einen Seite, glaube ich, leben wir in einer Zeit, wo wir so stark zusammenarbeiten wie noch nie. Also ob das jetzt ist in Unternehmen, in Teams oder dass man halt auch zum Beispiel in der Lehre dann, sag ich mal, in Gruppen zusammenkommt und da sich viel interaktiv auch austauscht. Und die Zusammenarbeit nimmt halt zu. Nur eine Sache, die wir auch gesehen haben während der Corona-Zeit, ist, dass während die Qualität, die Quantität zunimmt, gilt das nicht unbedingt auch für die Qualität der Zusammenarbeit. Also viele hatten ja auch das Gefühl, dass, sage ich mal, da, wo plötzlich alles online war, konnte man sich dann auch irgendwie schlechter verstehen. Für viele war es anstrengender. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was es halt zu lösen gibt in der Online-Zusammenarbeit. Und wo wir das Gefühl haben, dass da noch nicht genug Fokus drauf ist. Zum Beispiel in vielen Unternehmen, wo wir mit uns unterhalten, hatte ich das Gefühl, dass die gleichen Methoden zum Projektmanagement und zur Zusammenarbeit, die offline genutzt wurden, wurden einfach online übernommen, aber haben halt nicht so gut funktioniert. Und da muss sich natürlich dann auch mehr Gedanken gemacht werden. Weil natürlich, wenn die Qualität nicht stimmt und Leute sich halt nicht gut fühlen in der Zusammenarbeit, dann schadet das langfristig der Produktivität und vor allem auch extrem wichtig in dieser Zeit halt auch dem Wohlbefinden vom Team, dass die Leute sich einfach nicht wohlfühlen in der Konstellation und wie halt zusammengearbeitet wird. Und das sind alles Herausforderungen, die wir super spannend finden zu lösen. Und deswegen haben wir vor dem Jahr die Facilitator School ins Leben gerufen. Und hier sieht man schon so ein bisschen unseren Slogan. Der ist halt Make Teamwork Work. So ein bisschen mit der Prämisse, dass halt per Default, also standardmäßig, das Teamwork nicht unbedingt funktioniert. Man kann nicht einfach Leute in einen Raum zusammenstecken, ob das analog ist oder digital, und dann denken, okay, es klappt. Weil halt, sag ich mal, heute man auch versucht, viele komplexe Sachverhalte zu lösen. Und die Facilitator School, da ist unsere Vision einfach, dass wir auf dieser Webseite jede Menge Ressourcen zusammenbringen, auch Trainingsmaterialien und Kurse, die man vielleicht auch im eigenen Tempo machen kann, plus Tools und Apps, die, sag ich mal, auch von der technologischen Seite Leuten helfen, halt bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen im Unternehmen. Und das verstehen wir halt als Facilitator. Facilitator ist halt ein Wort, das in Deutschland nicht so stark geprägt ist, aber was wir als Facilitator sehen, ist jemand, der es anderen einfacher macht, gewisse Ziele zu erreichen. Und diese Ziele können zum Beispiel sein, Entscheidungen zu treffen. Diese Ziele können sein, Ideen zu kreieren. Und bei diesen Zielen, kann der Facilitator helfen. Und als Facilitator mit einem Tool wie Miro kann man halt sehr, sehr viel ermöglichen in einem Unternehmen oder auch in Gruppen, mit denen man zusammenarbeitet. Und ihr seht ja auch unten, sag ich mal, als einen Link verlinkt zu der Webseite. Da könnt ihr euch auch ein bisschen umschauen. Und ein großer Kern von dem, was wir machen, ist auch, das nennt sich Facilitator Masterclass. Das ist so ein bisschen unsere Vision, dass wir ein Training erstellen wollen, wo man, sag ich mal, von 0 auf 100, sag ich mal, gehen kann, was dieses Thema Facilitation angeht. Und nicht nur, sag ich mal, zu lernen, wie Miro einfach funktioniert, sondern wirklich auch produktiv online zusammenzuarbeiten, auch über Miro zum Beispiel jetzt hinaus. Und dann vielleicht auch eine interessante Sache, um das einfach mal kurz durchzugehen. Wie nutzen wir Miro von unserer Seite? Und da springe ich einfach mal raus, um so ein paar Impulse zu zeigen, wo vielleicht dann von eurer Seite auch am Ende noch Fragen kommen, weil ich es immer interessant finde, auch bei anderen Leuten hinter die Kulissen zu gucken. Also wir nutzen Miro. Ich gehe nochmal ganz kurz rein. Da hatte ich es nämlich auch noch drin, eigentlich für drei große Themenfelder. Das ist einerseits Planung und Projektmanagement. Das ist visuelles Arbeiten und Workshops, die wir halt organisieren für Kunden in unserer kleinen Agentur. Ich habe da drei Boards einfach mal aufgemacht. Hier ist zum Beispiel ein Eindruck, wie wir halt Projektmanagement machen. Und das Schöne an Miro ist, glaube ich, auch, dass man halt sich auch seine eigenen Tools bauen kann. Bei vielen anderen Tools ist man so ein bisschen eingeschränkt, wie die Tools halt aufgebaut sind. Aber dadurch, dass Miro so visuell ist, kann man seine eigenen Tools bauen. Und ohne da jetzt zu lange reinzuspringen, ist es bei uns so, dass wir in Zyklen arbeiten. Das heißt, wir sagen jede Woche, beziehungsweise ein Zyklus hat halt insgesamt 6 Wochen. Hier haben wir jetzt 8 drangehangen, weil
das praktisch vor dem Beginn unserer nächsten, von unserem nächsten Training ist, sodass wir ein bisschen darauf hinarbeiten können. Aber was wir dann machen, um das kurz zu erklären, ist, wir überlegen uns, was gibt es alles für Arbeitspakete. Diese Arbeitspakete priorisieren wir dann. Und dann haben wir hier oben uns was gebaut, das nennt sich Timeline Estimator. Da schätzen wir ganz grob, wo kommt das hin. Also ich zeige jetzt einfach mal zum Beispiel hier Outline Videos. Ist jetzt in Woche 3, könnte ich aber auch sagen, so grob Woche 6. Und dann ist es so, dass wir praktisch für jede Woche legen wir uns die Arbeitspakete rein, hier. Und am Ende von der Woche machen wir eine Retrospektive gemeinsam, wo wir dann sagen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und was wollen wir in der nächsten Woche machen. Und so gehen wir praktisch dann von Woche zu Woche. Und ihr seht hier, dass, sage ich mal, das Template an sich relativ ordentlich ist, aber es ist auch ein bisschen Chaos da. Und das ist auch so eine Sache, die ich bei Miro gemerkt habe. Ich glaube, bei Miro ist es ähnlich wie bei einem Restaurant und einem Chef, der im Restaurant steht. Das ist auch nicht immer ordentlich, aber es ist irgendwie ein kontrolliertes Chaos, ne? Also auch hier unten, das sieht von Weitem nicht unbedingt ordentlich aus, aber hier kann man sich dann doch recht gut irgendwie zurechtfinden. Zweite Sache war visuelles Arbeiten. Hier ist es zum Beispiel so, und auf das Thema kommen wir ja gleich noch, hier geht es darum, dass wir eine Idee haben für ein neues Miro-Plugin. Und dann nutzen wir praktisch ein Board, um alles rund um dieses Thema zu sammeln, um dann einfach effektiver zusammenzuarbeiten. Hier unten sieht man zum Beispiel Miro Design Fundamentals. Da ist der René, mein Mitgründer, hingegangen und hat sich in dem Miroverse, in der Template-Bibliothek umgeschaut, was denn so häufig an Elementen genutzt werden. Und dann bin ich hier hingegangen und habe da so Blöcke raus extrahiert, die wir für dieses Plugin nutzen wollen. Bei dem Plugin geht es im Grunde um eine, sag ich mal, advancedere Template Library oder man könnte vielleicht auch sagen intelligente Template Library. Und hier auf der anderen Seite habe ich dann auch so ein bisschen experimentiert, wie das Ganze aussehen kann. Und da finde ich auch wieder glänzt Miro, weil man im Grunde alle diese Aktivitäten hier auch sehr, sehr gut zusammenbringen kann. Das letzte vielleicht noch, das ist ein bisschen, sag ich mal, polierter und ordentlicher aufbereitet, ist ein Workshop, den wir vorbereitet haben. Und der ist dann wirklich auch durchstrukturiert und abgesprochen. Das ist praktisch das Endergebnis von diesem Workshop. Aber da gehen wir auch wirklich hin und versuchen, das Ganze so zu designen, dass das alles auch gut aussieht. Und hier sieht man auch eine Sache, die wir häufig verwenden, ist, dass wir die Frames oder die Rahmen in Miro verschachteln. Das heißt, wir haben hier ganz außen einen Rahmen und dann hat man hier drin für jeden Schritt einen einzelnen Rahmen. Das kann ich in der Hinsicht empfehlen, weil man dann Folgendes machen kann. Und zwar, man kann das ganze Board auswählen und verstecken. Sprich, wenn dann halt Leute reinkommen und man will noch nicht, dass die irgendwo draufgehen, kann man das hier komplett verstecken. Aber man hat auch die Möglichkeit, einzelne Übungen zu verstecken. Das finde ich ganz schön von der Funktionalität. Aber so sieht dann so ein ganzer Workshop aus, der auch wirklich ein Prozess ist, also von links nach rechts dann auch gelesen werden kann mit jeweils sehr strukturierten einzelnen Aktivitäten und Unterschritten. Ja, das einfach mal so zu drei Anwendungsfeldern, wo wir, sag ich mal, Miro für nutzen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die gerne auch hier mit reinschreiben. Ansonsten springe ich auch mal wieder in die Präsentation rein. Ja, genau. Und zwar würde ich jetzt dann kurz gerne über den Sticker Generator sprechen und euch vielleicht auch einen Eindruck geben, wie das überhaupt mit diesen Plugins funktioniert, ohne dass wir jetzt technisch zu stark reintauchen. Aber ich möchte euch gerne zeigen, was auch, sag ich mal, möglich ist. Und ich glaube, dass da auch noch viele spannende Sachen kommen. Und dass es zum Beispiel auch für euch möglich ist, die jetzt nicht in den technischen so tief drin sind, auch mal so bestimmte Anfragen, zum Beispiel im Miro-Nutzerforum oder online zu stellen und vielleicht auch mal zu fragen, ob jemand Lust hat, sowas zu entwickeln, weil ich glaube, die Entwickler sind dafür da. Ganz kurz, also wie funktioniert das eigentlich mit so einem Miro-Plugin? Funktioniert im Grunde in drei Schritten. Einerseits muss man mit HTML und JavaScript, also Programmiersprachen, im Grunde Dateien erstellen. Und diese Dateien muss man irgendwie verfügbar machen über einen Link.
Und wenn man die, sag ich mal, verfügbar hat über diesen Link, dann kann man auf der anderen Seite in Miro, das seht ihr vielleicht auch, wenn ihr in eure Einstellungen geht, das ist ein bisschen vergraben, aber kann man hingehen und dann praktisch eine App erstellen. Und wenn man diese App erstellt hat mit einem Namen, kann man dann diesen Link da einfügen. Und dann ist es praktisch so, wenn man diese App einmal erstellt hat in seinem Miro-Account und dann öffnet man ein Miro-Board, dann versucht praktisch Miro, diese HTML und JavaScript, also diese programmierten Dateien halt einfach zu laden. Und in diesem Prozess, wo halt Miro das dann lädt und halt verfügbar macht in dem Board, hat man halt die Möglichkeit, auf die Miro-Schnittstelle, die Miro praktisch zur Verfügung stellt, zuzugreifen und Anfragen zu stellen oder halt bestimmte Befehle auszuführen. Und dadurch hat man halt die Möglichkeit, dann bestimmte Aktivitäten zu machen. Und zuletzt kann man dann zum Beispiel auch darüber halt Buttons hinzufügen. Also ihr seht zum Beispiel, wenn ihr mal andere Apps schon genutzt habt, wenn ihr die installiert, fügen die zum Beispiel einen Button hinzu in der Seitenleiste. Und wir können ganz kurz mal ein Beispiel zeigen, einfach um zu zeigen, dass diese Miro-Schnittstelle auch echt bei jedem verfügbar ist. Ich will das gar nicht alles erklären, was hier passiert. Ich möchte euch einfach nur zeigen, das hier ist praktisch eine Konsole. Damit kann ich dann hier, sage ich mal, eine Anfrage stellen an dieses Fenster. Und hier gibt es zum Beispiel einen Befehl, den ich sagen kann, wo ich sagen kann, miro.board.get.widgets. So, .get, zack, so. Ich erkläre das kurz. Im Grunde bedeutet das, okay, ich sage Miro, gib mir bitte das Board und auf diesem Board gib mir bitte die Widgets und dann spuckt die einmal für mich aus. Und dann kriegt man hier in Programmiersprache, man sieht, wir haben jetzt aktuell 630 Elemente hier drauf. Dann kriege ich praktisch hier eine Liste von allen Stickern. Zum Beispiel hier sieht man einen Sticker und dann steht hier Text angemessene Reaktion. Ich mache das mal ganz kurz größer, damit das vielleicht man das auch sehen kann. Aber hier ist dann zum Beispiel so ein Sticker. Ne? Da will ich auch gar nicht ins Detail gehen, aber ihr seht so ein bisschen, dass man zum Beispiel dann über so Plugins kann man dann halt wirklich auf die Elemente auch zugreifen auf einem Miro-Board und das Ganze auch dann manipulieren. Das heißt, ich könnte jetzt hier hingehen und zum Beispiel auch den Text ändern. Und wenn man da ein bisschen Kreativität mitbringt, dann kann man auch verschiedene Ideen für so Plugins oder kommt man dann auch auf verschiedene Ideen für so Plugins. Das war so ein bisschen auch der Hintergrund, wie es dann zu dem Sticker-Generator gekommen ist, den ich jetzt ganz kurz vorstelle. Und zwar hatte ich initial die Idee, dass man ja häufig bei so Workshops macht man ja schon mal Icebreaker mit Teams. Also man kommt dann zusammen und zum Beispiel jeder kriegt dann eine knifflige Icebreaker-Frage gestellt, die zum Beispiel irgendwas Persönliches beinhaltet. Und da ist es aber auch oft so, dass es eigentlich schön ist, wenn diese Frage, sage ich mal, zufällig einer Person zugewiesen wird, ne? Dass sich keiner darauf einstellen kann, weil das Ganze ja auch den Workshop noch interaktiver macht. Und das war so ein bisschen die Idee, die ich am Anfang hatte. Und ich gehe einfach mal rüber, um zu zeigen, wie der aktuelle Stand ist von diesem Sticker Generator. Und der Sticker Generator, mit dem kann man im Grunde Sticky Notes in Miro erstellen, zufällig generieren und halt auch, sag ich mal, updaten und verändern. Ich zeige das ganz einfach mal. Also wenn man das hier öffnet, man hat dann hier das Icon von dem Sticky Generator, dann hat man hier eine Liste von Elementen. Und hier unten sieht man dann, okay, create 3 Sticky Notes. Jetzt kann ich einfach hingehen bei dieser Liste, zum Beispiel sagen, ich möchte gerne noch ein Tier hinzufügen, zum Beispiel einen Affe. Und wenn ich dann klicke, dann erstellt er mir praktisch diese Liste, die ich hier hatte, als einzelne Sticky Notes auf dem Canvas. Und damit ist, sage ich mal, die erste Funktion von dem Sticky Generator auch, dass man halt sehr, sehr gut damit einfach eine Liste, die man vielleicht schon vorgefertigt hat, zum Beispiel die man hat von Workshop-Teilnehmern oder Event-Teilnehmern. Ich hatte zum Beispiel eben im Breakout-Room gehört von der Anna, dass ich schon mal eine Session hatte mit 40 Leuten. Und wenn sie da zum Beispiel die Namen von den 40 Leuten gerne auf diesem Board haben will, dann könnte der Sticky Generator da ein bisschen Zeit sparen, weil man hier einfach die Liste einfügt und dann erstellen sich damit die Post-its. Ich demonstriere das auch mal mit Workshop-Teilnehmern. Also zum Beispiel hier haben wir eine reine Mädchengruppe von insgesamt 10 Teilnehmern. Wenn ich dann hier auch wieder klicke, Create Sticky Notes, dann wird das hier alles dann so erstellt.
Das ist an sich jetzt erstmal, sage ich mal, auch noch nicht so unbedingt spektakulär, aber ist halt schon mal hilfreich, weil man damit schon große Listen auch erstellen kann. Wo es, sage ich mal, spannend wird, ist, dass man, sage ich mal, diese Liste auch zufällig mischen kann. Das heißt, ich könnte auch hingehen und sagen, use Randomizer. Jetzt hat er kurz gewartet. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte gerne 10 Sticky Notes erstellen. Und jetzt mischt er praktisch das einmal zufällig hier durch. So, ne? Das heißt, zum Beispiel hier ist jetzt die Mia vorne, eigentlich war die Emma vorne. Und damit kann man natürlich jetzt spannendere Sachen machen. Einfach mal ein Beispiel zu zeigen. Ich mache mal wieder zufällig, dass ich die Gruppenteilnehmer hier stelle. Und jetzt tue ich die mal auf 2 Ebenen und schiebe die mal ein kleines Stück auseinander und zoome auch mal ran, dass alle das auch besser sehen. Und färbe das jetzt einmal grün ein. Dann gehe ich jetzt mal hin und will praktisch jetzt für jeden einzelnen Teilnehmer ein einzelnes Sticky Note erstellen. Das färbe ich jetzt auch dann nochmal anders ein. Und hier benutze ich jetzt einen kleinen Trick, den man machen kann mit dem Sticky Generator. Und zwar habe ich jetzt diese Post-its hier ausgewählt und ich möchte die gerne alle praktisch wieder leer machen. Jetzt kann ich einfach hingehen, das ist ein kleiner Trick. Jetzt mache ich diese Liste leer und sage, bitte einmal updaten alle Sticky Notes und jetzt macht er die wieder leer. Das ist ein kleiner Trick, den man hier auch nutzen kann. Aber was jetzt hier möglich ist, ist zum Beispiel, was ich eben gesagt hatte mit diesen Icebreaker-Questions. Und hier gibt es dann Templates im Sticky Generator. Wir haben hier 2 Templates für zum Beispiel Would You Rather Fragen, also würdest du lieber. Da gibt es immer eine Auswahl zwischen 2 Dingen. Und das ist eine Liste von 12. Da machen wir aber jetzt mal eine größere Liste mit den Work-from-Home-Questions. Das sind insgesamt 25 Items. Die kann man auch anpassen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel auch eine Frage hinzufügen. Zum Beispiel, was war dein Lieblingstier, als du klein warst? So. Und jetzt habe ich 26 Elemente. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, use Randomizer. Und jetzt habe ich ja schon praktisch Sticky Notes ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier klicke, dann fügt er mir in diese 10 freien Stickies, die ich hier habe, fügt er mir zufällige Eisbrecherfragen hinzu. Ich klicke das einfach mal, dann sieht man das auch. Also zum Beispiel die Emma hat jetzt die Frage bekommen, where do you work most frequently from at home? Your office, your kitchen table, the backyard, your bed. Wenn ich das jetzt nochmal drücke, kommen wieder praktisch komplett neue Fragen. So what's the latest TV show or movie you wanted? Und so kann man, sag ich mal, in Workshops, in Zusammenarbeit, aber auch zum Beispiel in den Lehrkontext eine gewisse Art von Zufall reinbringen und auch Gamification wäre ja der Fachbegriff, ne? Also dass man das Ganze so ein bisschen spielerischer auch gestalten kann. Noch ein Beispiel, was ich zeigen kann, was wir hier in den Templates haben, ist, dass man auch mit dieser Kombination kann man auch ganz einfach einen Münzenwurf machen. Und zwar habe ich hier eine Liste. Das sage ich einfach Heads, Tail oder wir machen halt Kopf und Zahl dann auf Deutsch. Und hier bei dem Randomizer kann man einstellen, dass man nur ein Post-it haben will. Und wenn ich dann hier jetzt klicke, dann erstellt er mir halt ein Post-it mit Kopf oder Zahl. Wenn ich nochmal klicke, dann ist das halt immer zufällig, also es ist entweder Zahl oder halt Kopf. Ne? Das Ganze kann man auch ausweiten, dass man sagen kann, ich hätte gerne einen Würfel. Dann sagt man einfach, okay, es gibt hier 6 verschiedene Möglichkeiten und ich möchte gerne einen Würfel haben und dann erstellt er einen Würfel. Und dann kann ich praktisch hier auch theoretisch mit Freunden oder Familie auch gemeinsame Spielabende machen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Dungeons and Dragons spiele, wo ich tatsächlich auch von jemand eine E-Mail bekommen hat, dass er das gerne machen würde, könnte ich auch sagen, ich habe hier meine 3 Würfel mit insgesamt 12 Seiten. Ich drücke einmal Update und dann mischt er praktisch einmal hier dann durch. Und im Moment sind wir praktisch relativ nah, sag ich mal, an der Veröffentlichung von diesem Plugin, sind aber auch total interessiert und überlegen auch gerade viel, was, sag ich mal, noch Anwendungsmöglichkeiten sind oder auch noch zusätzliche Features für den Sticker-Generator. Aber ich denke, an dieser Stelle würde ich dann vielleicht auch mal wieder zurückkommen ins Board. Vielleicht hat der eine oder andere ja dazu eine Frage oder auch eine Idee, was so ein Use Case sein könnte. Dann springe ich mal zurück und stoppe auch mal meine
Bildschirmübertragung? Also auf dem Board haben wir keine Fragen, da kann ich schon einen kleinen Sneak Preview machen. Aber aufgrund der doch überschaubaren Teilnehmerzahl kann natürlich jeder einfach Gas geben. Aber an der Stelle erstmal herzlichen Dank schon mal für den Vortrag. Ja. Gibt es von euch Fragen, Anregungen, Ideen? Ihr habt es ja gerade gehört, User Cases. Wem fällt da was ein? Daniel, der Button, womit du dann quasi gewürfelt hast, würde der dann immer quasi unten links sein oder könnte man den quasi auch als Klick in so ein Whiteboard rein setzen? Also, dass er dann praktisch im Board ist? Ja. Ja, also da gibt es dann teilweise, sage ich mal, Einschränkungen. Also Miro gibt ganz klar vor, wo man diese Buttons, sage ich mal, erstellen kann. Es gibt aber auf jeden Fall die Möglichkeit, sage ich mal, dass man mit Elementen auf dem Board interagieren kann. Man kann aber wahrscheinlich keinen Button einfach mitten auf dem Board platzieren. Also wenn ich das jetzt gerade in meinem Kopf durchgehe, was Miro ermöglicht von dieser Schnittstelle, ist das nicht möglich. Du kannst aber, sag ich mal, versteckt zu jedem Element, was du erstellst auf dem Board, kannst du im Hintergrund Informationen ablegen. Also du könntest zum Beispiel, sag ich mal, wenn du selbst jetzt ein Plugin schreibst und mit den Plugins erstellst du Sticky Notes, dann könntest du in jedem Sticky Note versteckt speichern Jörgs erstellte Sticky Notes. Ja? Und das hilft dir dann zum Beispiel, dass du dann in deinem Plugin könntest du einen Button machen, bitte lösche alle Sticky Notes von diesem Plugin. Weil du willst vielleicht nicht alle löschen, die auf dem Board sind, weil sonst hast du nachher andere Sachen noch weg. Ne? Also solche Sachen sind möglich. Und die Plätze, wo man praktisch was hinzufügen kann, also den Button, um so eine App zu öffnen, ist halt die linke Seitenleiste und ist unten die Leiste, wo der Timer ist. Und wenn man etwas auswählt, hat man ja auch so eine Leiste, wo man auch zum Beispiel die Farben ändern kann. Da kann man auch was hinzufügen. Ja. Ja, tschüss Alina, die hat sich gerade verabschiedet. Die Frage ist schon los. Noch Fragen an Daniel oder irgendjemand noch eine Idee, die so durchgeistert? Ich glaube, da wäre der Daniel, fände das auch sehr spannend, wenn euch irgendwas durch den Kopf geht, wo ihr eine Idee habt, in welche Richtung man das einsetzen könnte. Ich finde diese Gaming-Geschichte total spannend, ehrlich gesagt. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Idee. Also erstmal finde ich los. Cool, das Add-on. Was mir jetzt so als allererstes in den Kopf kommt, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Generator zu tun hat, aber dieses Randomize, und zwar stelle ich mir jetzt so eine Situation vor, wo du dann die 10 Teilnehmer hast, wie auch immer, die dann jeder selber irgendwelche Ideen aufschreiben, also user-generierte Sachen. Mhm. Und dass man dann diese 10 user-generierten Sticky Notes markieren könnte und diese dann einfach, ohne die zu überschreiben oder zu löschen oder sonst etwas, neu anzuordnen, quasi dann an dieselbe Stelle und dass jeder dann quasi eine Idee von wem anders bekommt. Ah, okay, praktisch, dass dann zufällig die Sticky Notes im Grunde Positionen tauschen, ne? Genau. Ja. Sowas könnte ich mir mit Sticky Notes vorstellen oder wenn es halt größer wird, auch gerade in dem Bereich, wenn du Usability oder sonst etwas, irgendwelche Ideen generierst, dass du da vielleicht sogar Frames die Positionen tauschst. Ja. Oh ja, das ist spannend, ne? Weil so könnte man dann vielleicht auch zufällige Aktivitäten machen, ne? Oder halt irgendwie Aktivitäten durchmischen, ne? Ja, oder auch in der Hinsicht, dass du auf der einen Seite erzeugst du was, im zweiten Schritt validierst du das dann direkt durch den zweiten Teilnehmer. Mhm. Ja, das sind gute Sachen. Ich schreibe mir das mal als Stichworte hier auf. Frames durchmischen. Frage, Daniel, wenn Miro irgendwann mal möglich macht, dass die Icon-Leisten frei positionierbar sind oder wären, wäre das dann eine Möglichkeit, dann zu sagen, okay, du kannst halt den Button, die Position der Buttons bestimmen und auch deinen Sticker-Generator damit bestimmen? Ja, mit Sicherheit werden die das ermöglichen. Aber offen gesagt sehe ich es als unwahrscheinlich, dass die
das ermöglichen, dass man das zum Beispiel frei bewegen kann. Ich glaube, die sind da auch so ein bisschen eingeschränkt, weil die ja so ein globales Produkt haben, dass die halt jede kleine Änderung hat große Auswirkungen. Da muss man dann überlegen, wie sieht das auf den iPad-Apps aus und Ähnlichem. Und die Nutzer sind ja jetzt schon dran gewöhnt und so. Und ich gehe sehr rein zufällig auch mit einem Mitarbeiter von Miro Tennis spielen ab und zu. Was auch sehr lustig war, weil ich habe ihn dann am Anfang gefragt, was machst du? Und er sagte, ja, ich arbeite bei Miro. Da musste ich dann direkt schmunzeln, weil ich irgendwie an dem Tag noch kurz vorher auch noch im Miro war. Aber ja, da kriege ich auch immer so ein bisschen mit. Also die Änderungen machen die halt schon nicht, sei einfach mal so aus der Hüfte. Und ich kann mir bei sowas vorstellen, dass die sagen, okay, warum sollten wir das frei machen? Gibt es da genug Leute, die sowas fragen? Ne? Und kann mir vorstellen, dass, also ich sehe es unwahrscheinlich, dass sie sowas mal machen. Was ich mir wohl vorstellen kann, ist, dass die hingehen und mehr Interaktion mit dem Canvas ermöglichen. Was wäre zum Beispiel schon spannend, sage ich mal, für diese ganze Plugin-Geschichte, das, was Jörg gesagt hat, dass man zum Beispiel Buttons erstellen kann auf dem Canvas und zum Beispiel, stellen wir jetzt mal vor, diese Würfel-Idee, ne? Wäre ja eigentlich cooler, wenn zum Beispiel irgendwie man jedem einen Würfel hinlegen kann und wenn man auf den Würfel klickt, dann springt er einfach so rum und dann hat man immer, also es ist ein bisschen interaktiver und man klickt dann nicht in der Seitenleiste auf neu würfeln, sondern halt auf den Würfel. Ne? Das wäre ja eigentlich schöner. Ich kann mir vorstellen, dass sowas in Zukunft kommt. Cool. Vincent, noch irgendwelche Sachen, wo ihr überlegt habt, was man noch machen kann, was euch fehlt, war vorhin mal kurz Thema. Passt das irgendwie da rein? Gerade zurückdenken. Ich wollte noch was sagen, weil ich hatte die Beta-Version in einer anderen Version, die du jetzt schon gezeigt hast, ausprobiert. Ja. Mir ist nur eingefallen, dass du vielleicht mit den Farben vorher das einstellen könnte, der Sticky Notes. Die sind ja eh limitiert von Miro auf irgendwie neue Farben oder so. Ja. Dass man das schon vorher selber einstellen kann oder auch random Farben nehmen will, vielleicht noch als Zusatzfunktion. Und bei der vorherigen Version, die ich getestet habe, die Listen, wenn ich selber irgendwas hinzufüge, die speichern sich sozusagen nicht. Also ich muss mir sozusagen in meinem Notiz-App sozusagen meine 20 Icebreaker-Fragen hinlegen, die ich anders haben will, weil das jetzt alles auf Englisch ist und ich brauche die auf Deutsch. Stimmt. Und muss die dann immer Copy-Paste reinmachen. Also so ich glaube, das hatte Michael auch schon, ne? Hast du mir mal geschrieben, glaube ich. Das wäre das super Feature, weil dann natürlich, wenn man dann auch in der Lehre ist oder so, kann man sich da die Listen vorbereiten für die Teilnehmer, für die Fragen. Das wäre natürlich super. Würde ich auch gerne machen und ich glaube auch, dass wenn das einmal gelauncht ist, dass es darauf hingeht. Die Schwierigkeit ist hier nur, dass praktisch Miro ermöglicht mir als Entwickler keine Möglichkeit, Dateien zu speichern, zum Beispiel in eurem Account. Heißt umgekehrt, dass ich eine eigene Lösung schaffen muss, irgendwo Daten zu speichern. Und dann ist es natürlich wieder tricky, weil was speichere ich da für Daten? Ne? Dann sind wir wieder in Deutschland so ein bisschen, da muss ja alles dann auch datenschutzkonform sein. Und ist ja auch richtig so, weil natürlich dann die Stickies, die dann da und die Listen, die gespeichert werden wollen, die will ich nicht unbedingt sehen. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass das mit hinzukommt. Ist halt nur mehr Arbeit, ne? Weil man sich praktisch um sowas ein bisschen mehr Gedanken machen muss, als einfach nur einen Button dann mal hinzufügen. Okay. Ja. Also nochmal, ich glaube, der Daniel hat überhaupt nichts dagegen, wenn im Nachgang dieser Veranstaltung noch jemand eine Idee hat oder Fragen, dich direkt zu kontaktieren, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee. Und ich hoffe, es gab auch so ein bisschen Einblick, was ich total spannend finde, weil es auch nochmal eine andere Perspektive war von jemand, der jetzt aktiv Add-ons auch entwickelt, was es für Möglichkeiten gibt. Auch für Nicht-Techniker ist es einfach mal ganz spannend, was so rund um Miro, sage ich mal, alles passiert gerade. Ja, das ist wirklich auch explodiert und halt viele, viele Komponenten hat, die unabhängig sind auch von den Inhalten. Weil mit einem kurzen Blick auf die Uhr, wir sind natürlich nach dem Start auch gerne etwas länger da, aber ich möchte zumindest denen, die jetzt hart mit 8 gerechnet haben, die Möglichkeit geben, den offiziellen Teil sauber mit uns durchzumachen. Deswegen würde ich euch nämlich ganz gerne bitten, noch in einem letzten Schritt, weil es ist ja unsere Kickoff-Veranstaltung, nochmal alle tatsächlich auf das Board zu schauen. Ich gehe nochmal an die entsprechende Stelle hier gleichzeitig und zwar
Ja, das war schon der falsche Frame. Ich meine natürlich, und was kommt jetzt? Da haben wir es, genau, zukünftige Themen. Und ich hole euch auch mal ran, falls ihr noch nicht da seid, bringe ich mal zu uns. Und zwar zwei Sachen, die für Michael und mich total wichtig sind, nämlich, es war ein Kickoff. Es wird eine Aufzeichnung geben, das ist am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen untergegangen, die wir auch zur Verfügung stellen. Ich denke, wir werden auch eine Möglichkeit haben, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt leider nicht reingekommen sind, auch nochmal anzuschreiben, die Aufnahme zur Verfügung zu stellen, dass die auch nochmal ein bisschen reingucken. Als Hintergrundinformation die Miro User Group. Die Idee ist, so viermal im Jahr ungefähr aktiv zu werden. Wir haben jetzt mindestens zwei Gruppen bereits in Deutschland mit Hamburg und Berlin. Wir sprechen auch untereinander uns so ein bisschen ab. Und was für uns natürlich total wichtig ist, dass es für euch als User auch spannend ist. Deswegen die Bitte, mal kurz für 2-3 Minuten zu überlegen, was sind so Themen, die euch wirklich interessieren? Was ist das für ein Austausch? Ihr könnt auch gerne, was heute schon gut auf den Weg gebracht wurde, ob solche Themen, die der Daniel auch gerade vorgestellt hat, ob das Sachen sind, wo ihr gern tiefer reingehen würdet, was könnt ihr euch vorstellen? Und auf der rechten Seite, wenn ihr selber aktiv werden wollt, euer Beitrag zur User Group, wenn ihr ein spannendes Thema habt, das kann natürlich von den Funktionen an herkommen. Was mich aber besonders interessiert, ist von der Anwenderseite, weil wir haben ein paar sehr interessante Konstellationen. Wir haben Leute, die kommen sehr stark aus dem Projektmanagement. Wir haben hier Leute, die kommen aus dem systemischen Coaching. Change Management ist ein Thema. Also was ich auch ganz spannend finde, mal zu schauen, dass man sich gegenseitig ein bisschen zeigt, also wirklich im Sinne von Use Cases. Wie machst du bestimmte Veranstaltungsformen? Das finde ich auch ganz spannend. Also ich würde euch bitten, tatsächlich mal reinzugehen. Ihr seid auch schon dabei, sehe ich. Und tatsächlich das ein bisschen weiterzuführen. Das Board bleibt ja auch noch ein bisschen auf, weil das für uns natürlich total wertvoll ist, um die Sache auch weiterzuführen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Rhein ist ja relativ lang, die Ruhr ist auch schon eine ganze Ecke. Also wir decken ja so ein bisschen den Westen ab und würden uns natürlich freuen, wenn wir da so eine Community aufbauen können. Ja, herzlichen Dank für den Input. Man kann so 2-3 Trends, also erstmal der Austausch über Funktionen ist, glaube ich, auf jeden Fall gewünscht. Rechts natürlich mit dem Auge habe ich schon geguckt, hier so Richtung Projektmanagement und sowas. Das ist sehr gerne, das ist natürlich auch mein Thema. Mit auch in Beratung und Veränderungsprozessen ist total spannend. Und auf der linken Seite haben wir so ein bisschen dieses ein Thema, was mich natürlich auch als Trainer für Trainer bewegt, dieses Onboarding, ne? Und vor allem Leute, die man nicht so richtig rankriegt. Also wie kann ich Leute ans Tool holen mit Spaß und Freude und vielleicht auch die überzeugen, die eher ein bisschen auf Abstand sind. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Das entsprechend uns genauer anzugucken. Michael, möchtest du noch was zu unserem letzten Frame sagen? Unserem letzten Frame, und zwar Fragen zum Vortrag. Das war, der letzte Frame war hier hinten, genau. Ich bin jetzt, alles klar. Ja, die Miro Community, die ist, denke ich, allen bekannt. Oder wem ist die nicht bekannt? Der möchte jetzt unbedingt sagen, ich kenne die nicht. Okay, also die Miro-Community ist allgemein bekannt. Die Events Rhein-Ruhr-Seite, die kennt ihr auch. Unsere Links stehen hier unten drin. Das heißt, wenn ihr uns kontaktieren wollt, immer gerne. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der Community. Und ihr habt die Kontaktdaten von uns. Kontaktiert uns gerne. Wir bleiben auf jeden Fall immer weiter in Kontakt, wie der Peter schon sagte. Wir haben 4 Veranstaltungen mindestens geplant im Jahr und wir müssen mal gucken, wir haben jetzt noch nicht über die nächste. Wir werden jetzt natürlich auswerten und gucken, was können wir als nächstes machen, was hier als zukünftige Themen für die Usergruppe steht. Vielen Dank an euch alle für das super Mitmachen hier. Ohne euch wäre dieser Abend nicht so toll gelaufen, wie er gelaufen ist. Und nochmal vielen, vielen Dank an Daniel Wirz. Danke in die Einblicke, die du von der Tiefe her gegeben hast. Und so. Und ich habe gedacht, auch wenn das so einfach ist mit HTML und Java, okay, ich kann das zwar nicht, aber das lässt gut blicken. Also so Pop-up-Fenster kann man ja dann vielleicht auch doch machen. Habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen im Forum. Ja. Ja, und ich hack ganz kurz auch noch ein, weil ich glaube, man kann euch auch Danke sagen fürs Organisieren
und fürs Planen. Und ist schön, dass es so eine Gruppe hier dann gibt für Rhein-Ruhr und was noch alles kommt. Ja, und vielleicht von meiner Seite auch nochmal ein Dankeschön. Übrigens auch als Hinweis, die Regionalität macht auch durchaus deswegen Sinn, weil die Idee ist schon, dass man sich vielleicht auch irgendwann nochmal im echten Leben trifft. Es ist tatsächlich so, ich habe den Michael über die Community kennengelernt. Er war um die Weihnachtszeit der zweitaktivste Community, Miro-Community-User weltweit, muss man sagen, in der Rangliste. Der dreht völlig am Rad, der Mann. Ich habe ihn kennengelernt, ich weiß aber immer noch nicht, wie groß er ist, weil wir haben uns noch nicht im echten Leben gesehen. Also der Michael und ich kennen uns nur wegen des Miro-Themas und nur virtuell tatsächlich, wobei jetzt zwischen Düsseldorf und Köln eigentlich nur Leverkusen liegt. Also auch von meiner Seite super herzlichen Dank und ich würde tatsächlich jetzt offiziell schließen. Mich nochmal recht bedanken, wir bleiben noch ein bisschen im Raum. Thank you very much, Natalie, for the hosting and for the platform. I think this is the official thank you. End. Thank you for recording. Ja, und wir sind gerne noch hier, wenn ihr mögt. Und auch von meiner Seite nochmal recht herzlichen Dank an Daniel. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns an ähnlicher Stelle wiedersehen. Vielen Dank. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Einen schönen Feierabend auch. Euch auch. Vielen Dank für die Organisation. Ich freue mich schon auf den nächsten. Schön, wenn du wieder dabei bist.